willkommen zum neuen Let's Play Age of Empires 2 HD Edition. Ich spiele die Age of Kings Kampagne. Die erste Kampagne lasse ich aus, da das nur Tutorial ist und es ist ziemlich langweilig, nenne ich es jetzt mal. Fangen wir direkt an mit Johanna von Orléans mit der Kampagne. Die habe ich auch schon mal gespielt. Aber weniger erfolgreich. Da bin ich nach 20 Minuten Spielen dann, ja, wollte Johanna nicht so laufen, wie ich gerne gewollt hätte, dass sie läuft. Und ja, dann war die Kampagne verloren. Deswegen fange ich jetzt nochmal von vorne an. Ich hoffe mal, bei den anderen bin ich etwas schneller durch. Ja, jetzt starten wir das mal hier. Achtung, es geht 19. los. Februar. So, wir müssen die Johanna aus diesem Lager hier begleiten. Seid gegrüßt, Jungfrau. Mein Kumpane und ich werden euch sicher in das Schloss des Dauphins geleiten. Dass ich nichts höre? Selbst wenn wir dabei unser Leben lassen müssen. Jetzt höre ich was. Ich bin Jean de Metz und ich werde euch mit meinem Leben beschützen. So, der begleitet mich. Jens der Metzger. Jean de Metz. Ich schätze mal, ich finde es total interessant, dass die mit französischem Akzent Deutsch sprechen. Ihr seid die Jungfrau von Orléans. Ich habe eure Forderungen gehört und glaube, was ihr sagt. Wir werden euch nach Chinon folgen. So, die wollen mir nach Chinon folgen. Ich bringe mal die Johanna hier irgendwie formationstechnisch ein bisschen besser in Sicherheit. Die wollen mir nach Chinon folgen. Wartet! Ihr braucht vielleicht noch ein paar Bogenschützen für euren Weg. Ah ja, Bogenschützen können wir immer gebrauchen. Liebe. So, jetzt formatieren. Ihr müsst vorsichtig sein, die formatieren sich noch der vor euch liegt. Unsere Feinde, die Engländer, befinden sich auf einem Streifzug. Und ihre burgundischen Verbündeten sind allesamt Verräter. Äußerste Liebe. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Liebe. So. Ich habe ein Lager der Burgunder im Norden ausgemacht. Nehmen wir besser einen anderen Weg. Oh. Okay. Gehen wir hier rum. Also ich hoffe, dass die Johanna so gut geschützt ist, wie sie jetzt steht. Treffen die Bogenschützen eigentlich auch was? Oh. Das Einzige, was die abschießen, ist ein Vogel. So, komm, mach den mal fertig da. Den kann doch nicht sein, dass mich dieser Wolf da beißt. Achtung, vor uns wütet eine Schlacht. Oh, stimmt, bleib zurück, damit wir nicht ins Kreuzfeuer geraten. Wir wollen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Wenn er das so sagt, dann ist es okay für mich. Schießen meine Leute einfach mal drauf oder was? Das ist aber ganz ungünstig. Ein weiterer bedeutender Verlust für Frankreich. Ich hoffe, dass ihr den Krieg wirklich zu Ende bringen könnt, hallo? Jungfrau von Orléans. Warum greifen meine komischen... diese Bogenschützen, die sind aber mutig. Okay, dann lassen wir die mal ziehen. Und gehen mal hier runter. Irgendwie passt es aber nicht mit der gewählten Formation überein. Die laufen ja eher so in X. Ich wollte eigentlich, dass die hier so einen Kasten außenrum machen. Kastenformation. Bonjour. Verstehen die das nicht? A la bataille. Oh yeah. Weil jetzt ist die Johanna ja gar nicht so geschützt, wie ich es gedacht habe. Ich kann mir halt höchstens vorstellen, dass die... Liebe. Dass es vielleicht noch zu wenige sind. Deswegen schauen wir mal. Liebe. Weil also Ziel ist, oberste Priorität hat ist Überleben von der Johanna. Liebe. Ich habe jetzt glaube ich gerade das Intro weggedrückt, kann das sein? Certe. Das war eigentlich keine Absicht. Das kommt mir jetzt gerade so. So. Die Certe. Brücke ist schon mal hinüber. Certe. Oh
Okay. Live. Oh, da sind schon welche. Certes. Sind das... Das sind doch Bogen... Bogenschützen. Das sind gegnerische Armee. So, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Wegelagerer plündern hilflose Reisende aus. Oh, was nein, ist nur nein, auf unserem Eimer dran geworden? Gleich schon. Oh nein! Ich hab an die Bogenschützen ran die Nahkämpfer gelassen. Fataler Fehler. Der erste Bogenschütze ist schon mal hinüber. Oh Mann! So ein Mist. Liebe. So, wir schleichen uns jetzt um dieses Lager herum, was da der Kollege... Oh, die tun nichts. Ups. Dann haben wir jetzt einfach mal so einen Wolf abgeschlachtet. Liebe. Das tut mir jetzt natürlich leid. Liebe Peter, ich schwöre, der hat's nicht anders gewollt. Oh yeah. Kann ich die auslassen? Ja, ich werde ja... Oh yeah. Ich werde narrisch. Das oh ist yeah. ja mal äußerst elegant. Oh yeah. Denn das erhöht natürlich direkt nochmal die Überlebenschancen der Johanna. So, muss ich jetzt hier rüber oder was? Bestimmt, ne? Da ist eine Mauer. So, lassen die mich jetzt auch in Ruhe? Nein, natürlich nicht. Was für Kriterien gibt es denn da, dass mich die Viecher angreifen oder nicht? Ich verstehe es nicht. Na, wenigstens steht diesmal mein Armbrustschütze ordentlich weit hinten. Die Johanna ist natürlich voll mit drin. Unglaublich. Oh ja. So, hier ist ein kleines Dorf, oh yeah. oder was? Oh Gott, oh Gott. Oh yeah. Liebe. Sammelt eure Sachen zusammen, Männer. Oh, cool. Wir ziehen mit der Jungfrau von Orléans. Wir werden den Rambock mit uns mitnehmen. Er wird uns vielleicht vor Nutzen sein. Da sind noch mehr. Okay, ich kann aber keinen mehr herstellen, ja? Na gut. Also formiert euch nochmal. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Geht die Johanna in die Mitte? Ja. Aha, aha, aha. Und der Rambock ist auch in der Mitte. Okay, dann muss ich... Geht's darüber? Ah ja, okay, da muss ich aber gar nicht hin. Dann muss ich jetzt wohl... was... Oh, was macht ihr denn? Jetzt habe ich sie für unlösbare Aufgaben gestellt bei der Wegfindung. So ist es natürlich echt cool. Also, sowohl der Rambock ist geschützt, als auch die Johanna von Orléans. Oh yeah. Das Einzige, was immer sehr störend ist, ist dieses ständige Neuformieren, wenn ich irgendwo klicke. Also, gut. Ich meine, jetzt muss man natürlich mal so fair sein. Und auch sagen, dass es ja doch ein älteres Spiel schon ist. Ich glaube, bei neuen Spielen hätte man das nicht mehr. Ja, also es ist ja nur ein Remake des von dem ganz alten Age of Empires 2 mit sämtlichen Add-ons. Oh, mal schauen, ob das klappt. Ich lasse sie mal schnell alle zusammenziehen. Oh ja. Bevor das gleich hier die... Ah ja, der fährt dann übers Wasser einfach auf die Brücke. Na gut, na gut. Also ich nehme den direkten Weg. Liebe. Würde ich jetzt mal sagen. So, und jetzt mache ich nämlich Folgendes.
Ich gehe noch ein bisschen vor, um mal einen Einblick zu kriegen in das Ganze. Wir brauchen eine Mange oder einen Rambock, um durch diese Welle hindurchzukommen. Und jetzt ist der Plan, dass der Rambock das ganz alleine hier schön einreißt und ich rein kann. So, mein Armbrustschütze nutzt die Gelegenheit, während hier auf meinen Rambock geschossen wird. Ihr Franzosen begreift nie, wann es Zeit ist, aufzugeben. Und ballert die einzelnen alle weg. Jawohl, sehr cool. Weil die sind damit beschäftigt, auf meinen Rambock zu schießen. Oh, das schaffst du nicht, Kollege. Bleib mal schön hier. Ja, jetzt geht's. So, und jetzt kann ich dann nämlich stürmen. Es wäre jetzt natürlich doof, mit dem Rambock davor zu gehen, aber egal. So, jetzt kommen die Nahkämpfer, schnappen sich schon mal den ersten Bogenschützen und den zweiten gleich hinterher. Und dann ist es ganz easy. Zack. Leute. Ein Lager der Burgunder. Ohne Belagerungswaffen wird es uns niemals gelingen, diese Welle zu durchbrechen. Oh, 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 oh. Na, ganz toll. Hackt er mir noch meinen Armbrustschützen weg. Oh, ja. Ah. Ich habe den aber auch aus den Augen verloren, dass der da noch so seitlich stand. Das war jetzt schlecht gemacht von mir. So, ich würde mal wieder gleich, wenn ich hier noch über das Wasser bin, die Formation wieder ändern, um die Johanna wieder ein bisschen mehr in Schutz zu nehmen. Ich glaube, man kann es jetzt schon machen. Zack. So, dann greift die mal an. Sind sie jetzt alle? Na gut. Ich glaube, das waren sie alle. Okay. Oh Gott, ist die Johanna so angeschlagen? Nee. Sehr schön. Ach, das kann ich auch hier sehen. Ein Interalt. Überall burgundische Soldaten. Oh Gott. Bewegt euch schnell in Richtung Westen zum Fluss. Von dort aus können wir dann die Flucht antreten. So, alle rein. Johanna ist gerettet. Zack, 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 zack. Kommt schon alle in die Boote. Oh Gott, los weg da. Und wo muss ich jetzt hin? Hier hoch oder was? Sieht gut aus. Nein, sieht schlecht aus. Ach man, wahrscheinlich muss ich sie einfach nur hier absetzen. Dann machen wir das doch mal. Wissen das noch welche von mir? Nein. Nee, das wird auch nicht klappen. Die hatten noch ein. Dann haben die noch ein gutes Stück Wanderung vor sich. Ich habe jetzt leider ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Leute ich retten konnte. Ich hoffe, es sind viele gewesen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass jetzt bald mal das Stück kommt, wo ich die alle aussteigen lassen kann. Also ich muss das ja alles auch wieder hochlaufen. Ah, okay, hier sieht es doch jetzt wieder mal aus, oder? Jawohl. Also alles.
Sehr schön. Da sind sie alle. Hoffen wir jetzt mal, dass das jetzt auch hier richtig war. Aber ich kann ja die Schiffe noch da lassen. Ja. Jawohl. Kommen alle durch. Und jetzt müssen sie nur noch hochlaufen. Hoffentlich ohne Gegner. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier auch mit dem Schiff hätte hinfahren können. Einmal so außen rum. Wahrscheinlich sogar müssen. Eieiei. Ich ahne Schlimmes. Wie komme ich denn da rein? Liebe. Ich habe ja, so wie es aussieht, nämlich kein... Kein Rambock mehr. Ach, aber die sind mir nicht feindlich. Oh yeah. Okay. Certe. Certe. Jawohl, ich komme rein. Perfekt. Liebe. Dann sollte ich ja jetzt sicher sein. Liebe. Sonst wären die Mauern auch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Mauern auch echt ein Problem gewesen. Also... Oh yeah. Da wäre ich, glaube ich, nicht dran vorbeigekommen. Liebe. Na wunderbar. Das Schloss des Tufanus. Aber die lassen mich durch, das ist doch tolle Sache. Liebe. So. Der Dauphin wird euch jetzt empfangen. Aha. Als Johannas Schritte in der mit Marmor ausgestatteten Schlosshalle widerhallten, staunten die dickleibigen, tuschelnden Herzöge nicht schlecht. Der Dauphin selbst schien erschrocken, als Johanna ihm die Füße küsste. »Mein edler Dauphin«, so fragte sie. Warum beansprucht England für sich, was uns gehört? Warum werdet nicht ihr zum König von Frankreich gekrönt, so wie es euch zusteht? Die Höflinge begannen zu raunen. Der Kammerherr flüsterte dem Dauphin etwas zu. Dieser jedoch schubste den Kammerherrn weg und stand auf, um Johanna von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Zwar reichte sie nur bis zur Schulter des Kleinsten unter uns, aber alle mussten zu ihr aufblicken, um zu ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, was in diesem Augenblick zwischen dem Dauphin und seiner zukünftigen Erretterin vorging. Es war jedoch offensichtlich, dass auch der Dauphin in ihrem Bann stand. Ah ja, jawohl. Hammer. So einfach war's. Ich habe mich beim letzten Mal voll angestellt. Ja. Geschafft ist es, würde ich mal vermuten. Das habe ich im Übrigen schon bei einem anderen Testspiel gehabt. Ich finde es sehr, sehr schlecht, dass hier nicht ja noch so eine genaue Übersicht steht. Also vorhin konnte man ja jetzt sehen, als das Spiel, als die Karte sozusagen gewonnen war, eben sie haben gewonnen. Mir ist es aber auch schon passiert, dass ich in einem Spiel entweder den Text vorher übersehen habe oder, also meiner Meinung nach, kam ich direkt in diesen Bildschirm und ich wusste eigentlich gar nicht, ob ich jetzt gewonnen oder verloren habe. Ich hatte zwar die stärkste Militärmacht, aber ja, das war es dann halt auch schon. So, jetzt gucken wir nochmal ins Szenario-Menü. Jawohl, jetzt gibt's noch hier die Jungfrau von Orléans, also das nächste Szenario bei Johanna von Orléans. Das gibt's dann aber auch in der extra Aufnahme.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Age of Empires 2 HD ist halt mal ein bisschen was anderes als die Spiele, die wir bisher so hatten. Ich bin relativ schlecht in solchen Spielen, aber ich spiele sie trotzdem ab und zu ganz gerne. Online werde ich es vermutlich nicht spielen, höchstens mal mit Kerosin zusammen, sollte er sich das Spiel noch kaufen. Es liegt einfach daran, dass ich wirklich total schlecht bin und es einfach keinen Sinn macht, dass ich online mich mit anderen messe, weil ich sie meist früher oder später aufs Maul bekomme. Ich kann halt im besten Fall lange durchhalten, aber ich bin meist nicht wirklich gefährlich. Ja, das war's aber schon. Wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut. Euer Morlo.